zum Thema Polarkoordinate. Wie immer beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Für den Blumenkorso in Hergenrath möchten wir blumenförmige Holzplatten herstellen, so in dieser Form, die später mit frischen Blumen geschmückt werden sollen. Wie können wir solche Blumen per PC zeichnen und wie berechnen wir den Flächeninhalt? Legen wir los, wir haben hier ein Bezugssystem in der Ebene und um einen Punkt genau zu orten, haben wir bisher immer die Koordinaten x, y eingesetzt, die man die kartesischen Koordinaten nennt, kartesisch zu Ehren des französischen Mathematikers René Descartes. Um einen Punkt genau in der Ebene zu orten, könnte man aber auch anders vorgehen. Man könnte zum Beispiel zuerst einmal den Abstand zwischen dem Punkt und dem Ursprung O bestimmen. Diesen Abstand R kann ich übrigens hier per Schieberegler schön einstellen. Und dann müsste man noch den Winkel Phi angeben, um genauestens zu wissen, welcher Punkt auf diesem Kreis denn gemeint ist. Auch den Winkel Phi kann man hier schön per Schieberegler einstellen und so kann man jeden einzelnen Punkt dieser Ebene genauestens orten. Definieren wir jetzt sofort dieses Zahlenpaar R, Phi und zwar so. Der Punkt P mit kartesischer Koordinate x, y kann auch beschrieben werden mit dem Zahlenpaar R, Phi. Wo R der Abstand zwischen dem Punkt P und dem Ursprung des Bezugssystems ist und wo Phi dieser Winkel E, O, P darstellt. Und dieses Zahlenpaar R, Phi nennt man dann die Polarkoordinate vom Punkt P in der Ebene. Hier habe ich R und Phi getrennt durch ein Semikolon und XY durch ein Komma. Das muss nicht unbedingt hier ein Semikolon sein, ich habe es aber trotzdem übernommen, weil GeoGebra genau da den Unterschied sieht. Steht da ein Komma, dann weiß GeoGebra, dass die kartesischen Koordinaten gemeint sind und steht da ein Semikolon, dann erkennt GeoGebra daran, dass Polarkoordinaten gemeint sind. Welcher ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen kartesischer Koordinate und Polarkoordinate? Das sehen wir am besten in diesem rechtwinkligen Dreieck. Denn diese Kathete x ist ja nichts anderes als die Hypotenuse r mal Cosinus des anliegenden Winkels phi. X ist also r cos phi. Und y, diese Kathete hier, liegt dem Winkel phi gegenüber. Diese Kathete y muss also dasselbe sein wie die Hypotenuse r mal Sinus von phi. So sehen wir also, wie man die kartesische Koordinate xy von diesem Punkt bestimmen kann, wenn man die Polarkoordinate r phi kennt. Und andersherum, wenn man die kartesische kennt, wie findet man dann die Polarkoordinate? Das macht man auch in diesem Dreieck. Denn der Tangens von Phi ist ja gegen Kathete y geteilt durch an Kathete x. Tangens von Phi ist also y geteilt durch x und deshalb muss Phi Arcus Tangens von y geteilt durch x sein. R können wir bestimmen durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. R ist dann gleich zur Quadratwurzel von x² plus y². So haben wir also auch schön den Zusammenhang zwischen R, Phi, x und y. Wenn man die kartesische Koordinate kennt, kann man so die Polarkoordinate finden. Und wenn man die Polarkoordinate kennt, kann man so die kartesische finden. Wir müssen nur hier aufpassen, denn der Wertebereich von Arcus Tangens ist immer nur zwischen minus Pi halbe und Pi halbe. Das heißt, diese Formel wird immer nur einen Winkel liefern zwischen minus Pi halbe und Pi halbe, denn nur dort befinden sich Arctangenswerte.
Aber was machen wir denn, wenn der Punkt P sich zum Beispiel im zweiten Quadranten befindet? Der Arcus tangens liefert dann diesen Winkel, der sich hier zwischen minus Pi halbe und Pi halbe befindet. Anhand der kartesischen Koordinate können wir erkennen, in welchem Quadranten P liegt. Im zweiten Quadranten ist die Abszisse negativ und die Ordinate positiv. Diese Formel liefert diesen Winkel hier, also müssen wir, um Phi genauer zu bestimmen, diesen Winkel plus Pi rechnen. So finden wir dann doch den gemeinten Winkel Phi. Ein konkretes Beispiel. In dieser Ebene hat der Punkt P als kartesische Koordinate xy Wurzel 3 halbe 1 halbes, das ist genau dieser Punkt da. Und auf dem trigonometrischen Kreis erkennen wir dann sofort, dass die Polarkoordinate R Phi 1 Pi Sechstel sein muss. Soweit der Zusammenhang zwischen kartesischer Koordinate und Polarkoordinate. Übrigens, warum heißt das denn Polarkoordinate? Weil man durch solche Koordinaten, zum Beispiel vom Nordpol der Erde, jeden Punkt der Erde genauestens orten kann. Jetzt arbeiten wir ein wenig mit diesen Polarkoordinaten. Gewisse Kurven lassen sich einfacher mit einer Polargleichung dieser Art beschreiben als mit einer kartesischen Gleichung. Eine Polargleichung ist also eine Gleichung dieser Art, wo der Abstand R zwischen beschriebenem Punkt und Ursprung des Bezugssystems eine Funktion von Phi ist. Das heißt, zuerst gibt man uns den Winkel Phi an und dieser Abstand zwischen dem gemeinten Punkt und dem Ursprung O, der wird angegeben als Funktion von diesem Phi. Dieser Abstand R ist also eine Funktion von Phi. Hier in dieser Animation kann man schön erkennen, dass ich R als Funktion von Phi eingegeben habe. Denn wenn ich hier den Winkel Phi ändere, dann können wir hier beobachten, dass dieser Abstand R auch ändert. R ändert hier mit dem Winkel Phi. Die Polargleichung einer Kurve drückt also den Abstand R als Funktion des Winkels Phi aus. Schauen wir 5 konkrete Beispiele dazu. Erstes Beispiel, die sogenannte Kardioide, die mit dieser Polargleichung beschrieben wird. Um diese Kurve per Hand zu konstruieren, könnte man so vorgehen. Man nehme den trigonometrischen Kreis, da ist er, der Einheitskreis, zeichne dann einen Winkel Phi und bestimmt dann zuerst mal den Kosinus von Phi. Da das der trigonometrische Kreis ist, ist die Abszisse von diesem Punkt automatisch der Kosinus von diesem Winkel Phi. Und diesen Kosinus, diese grüne Strecke, hängen wir hier an diesem Punkt einfach dran. So ist nämlich das R für diesen Punkt, genau wie da beschrieben, 1 plus Kosinus von Phi. Wenn ich jetzt hier Phi verändere, dann sehen wir deutlich, dass dieses grüne Stückchen hier einfach dran gehängt wird. Nochmal, das ist der Winkel Phi. Dieser Winkelschenkel bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis diesen Punkt, dessen Kosinus man hier ablesen kann. Und diese positive Zahl, die wird einfach zu 1 addiert. So erhalten wir einen Punkt der Kurve, die hier gemeint ist. Wir müssen vorsichtig sein im zweiten Quadranten, denn im zweiten Quadranten ist der Kosinus negativ. Also 1 plus eine negative Zahl, das bildet hier als Abstand R 1 minus dieser Abstand Kosinus von Phi im Betrag. Wir könnten hier schön dem Punkt P eine Spur hinterlegen, so, und jetzt den Winkel Phi ändern lassen und so sehen wir einige Pünktchen der Kardioiden.
Die gesamte Kardioide ist diese da. Jetzt nehmen wir den Punkt P, die Spur wieder weg, so, und löschen diese Punkte, um zum nächsten Beispiel überzugehen, anscheinend eine Blume. Betrag von Sinus 3 Phi, das ergibt diese Kurve. Also um dieses Blümchen hier zu beschreiben, reicht diese Polargleichung. Wenn man in dieser Polargleichung noch einen Parameter k einbaut, auf clevere Weise, dann kann man die Anzahl Blütenblätter durch diese Animation hier verändern. Schauen wir jetzt noch, wie man eine Spirale darstellen kann. Betrag von Phi geteilt durch 25. Ich habe diese 25 hier gewählt, damit die Spirale dicht beim Ursprung liegt. Wir erkennen hier schön deutlich eine Spirale, deren Polargleichung wirklich sehr, sehr einfach ist. Die Polargleichung R gleich Quadratwurzel von cos 2 Phi liefert diese Kurve. Solch eine mathematische Kurve nennt man Lemniskate. Und ich möchte hier kurz auf diese ganz spezielle Lemniskate eingehen. Eine Lemniskate, L, das ist der geometrische Ort der Punkte, für welche das Produkt der Abstände zu zwei festen Punkten konstant ist. In der Ebene gibt man uns also zwei Punkte F1, F2, und hier wird ein Punkt P konstruiert, so dass das Produkt von der Distanz PF1 und der Distanz PF2 eine konstante Zahl ist. Das erinnert sehr stark am geometrischen Ort Ellipse, wo nicht von Produkt, sondern von Summe dieser Abstände gesprochen wird. Bei der Hyperbel ist es nicht das Produkt, auch nicht die Summe, sondern die Differenz der beiden Abstände hier, aber im Betrag. Hier ist es aber das Produkt. So kann man hier sämtliche Pünktchen von der Lemniskate zeichnen lassen und die Lemniskate sieht dann so aus. Lemniskate stammt vom griechischen Wort lemniskos, was so viel heißt wie Band oder Schleife. Wir nehmen hier eine ganz besondere Lemniskate, die Lemniskate von Bernoulli. Bernoulli ist einer der 8 ganz berühmten Schweizer Mathematiker, einige waren sogar Brüder. Ursprünglich stammen diese Mathematiker aber aus Belgien. Sie kommen eigentlich aus Antwerpen. Wir wählen jetzt das Bezugssystem der Ebene so, dass der Punkt F1, dieser da, diese Koordinate hat. Der Punkt F2, der da, hat diese Koordinate. Und wir wählen als konstante Zahl, die da angegeben wird, ein halbes. Somit haben wir in diesem Bezugssystem Koordinate von F1, die da angegeben wird, die von F2 auch. Und die Koordinate vom Punkt P nennen wir selbstverständlich XY. Suchen wir zuerst die kartesische Gleichung von solch einer Lemniskaten und danach noch die Polargleichung. Die kartesische Gleichung, die Distanz zwischen zwei Punkten, wird berechnet durch die Distanzformel, hinter der der Satz des Pythagoras steckt. Distanz zwischen P und F1, das ist die Differenz der Abszissen im Quadrat, plus die Differenz der Ordinaten im Quadrat und das Ganze unter der Quadratwurzel. Dasselbe für die zweite Distanz. Also machen wir hier etwas schneller. Distanz zwischen P und F1, das ist x minus minus Wurzel 2 im Quadrat, steht da, plus y minus 0 im Quadrat, steht da, das Ganze unter der Wurzel, mal zweite Distanz, PF2, PF2, wir rechnen Abszisse x minus Abszisse Wurzel 2 halbe im Quadrat, steht da, plus Ordinate y minus Ordinate 0 macht also y im Quadrat, steht da, das Ganze unter der Wurzel, gleich ein halbes.
Wenn wir jetzt beidseitig im Quadrat erheben, dann verschwinden diese zwei Wurzeln sofort, weil es ja hier ein Produkt ist. Das Quadrat von dem linken Teil ist also nichts anderes als das da mal diese Radikant. Und dann müssen wir ebenfalls rechts im Quadrat erheben. Die Rechnung führt dann sehr, sehr schnell zu dieser vereinfachten Gleichung, wo wir noch ein Viertel beidseitig streichen können. Und so erhalten wir die kartesische Gleichung dieser Lemniskaten. Um jetzt noch die Polargleichung zu erhalten, brauchen wir in dieser kartesischen Gleichung hier nur x zu ersetzen durch r cos phi und y durch r sin phi. Dann machen wir das auch. Ist hier schon gemacht. Wenn man das Ganze dann noch ein bisschen ausrechnet, wie hier zum Beispiel, sehen wir, dass wir r² ausklammern können. Zwischen Klammern bleibt dann cos² phi plus sin² phi, das macht aber 1. Diese Klammer hier, das ist also r², nochmal im Quadrat macht das r hoch 4. In dieser Klammer können wir r² ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann cos² von phi minus sin² von phi. Durch die Verdopplungsformel ist das dann Cosinus von 2 Phi. So erhalten wir diese vereinfachte Gleichung. Hier klammern wir noch R² aus und schließen daraus, dass die Polargleichung der Lemniskate so einfach wird. Die Distanz R wird beschrieben als Funktion des Winkels Phi. Machen wir jetzt mal Verschiedenes hier weg und können uns jetzt noch amüsieren, diese Lemniskate lemniskatenartig mit Farbe zu füllen. Das kann man in GeoGebra schön so machen. Frage: Wie berechnet man denn jetzt solche Flächeninhalte? Bestimmt durch die Polargleichung von einer Kurve. Dazu kommen wir jetzt. Zum Beispiel, hier wird eine Kurve angegeben durch ihre Polargleichung r gleich r von phi. Und wir suchen diesen eingeschlossenen Flächeninhalt hier. Dazu müssen natürlich die Winkel Alpha und Beta angegeben werden. Wir werden diesen Winkel Beta minus Alpha zerlegen in einer Summe von ganz vielen Teilwinkelchen, die wir so wählen, dass sie immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner werden. Und zwar so, dass dieser eingeschlossene Kurvenbogen praktisch als Kreisbogen angesehen werden kann. Und dann brauchen wir, um diesen Flächeninhalt hier zu finden, nur solch einen Flächeninhalt von einem Kreissektor zu bestimmen. Wie macht man das dann noch? Kreissektor mit Flächeninhalt a, den Winkel phi können wir hier wieder schön per Schieberegler einstellen. Der Flächeninhalt von diesem Kreissektor ist nichts anderes als dieser Winkel phi in Radiant ausgedrückt mal Radius im Quadrat geteilt durch 2. Diese Formel kennen wir aus einem früheren Tutorial. Also hier bei unserem Problem werden wir rechnen, die Summe von Alpha bis Beta, Winkel Phi, der ist hier so winzig, dass wir ihn Differential von Phi nennen, d Phi. Der Radius R ist natürlich hier das R von Phi, den Radius müssen wir im Quadrat nehmen, machen wir auch, und teilen das Ganze durch 2. Diese Integralformel stammt also von dieser Formel Flächeninhalt eines Kreissektoren. Und hier werden solche sämtliche Flächeninhalte von Kreissektoren von Alpha bis Beta summiert, addiert. Und davon wird dann noch der Grenzwert berechnet, wenn die Anzahl Kreissektoren hier gegen unendlich strebt. So ist ein Integral definiert. Diese Konstante 1 halbes, die hier multipliziert, hängt nicht von der Integrationsvariable phi ab. Die fliegt also noch als multiplikative Konstante aus dem Integral raus. Und somit haben wir schön unsere Integrationsformel
in Polarkoordinaten bestimmen können. Wenn man diese Formel anwendet für unsere Lemniskate, r gleich Quadratwurzel von cos 2 phi, so findet man als Flächeninhalt von dieser Lemniskate, das heißt dieser mit diesem Inhalt zusammen, ganz genau 1. Aus diesem Grunde hatte ich eben bei der Lemniskate als k-Wert ein halbes gewählt, damit das hier genau 1 ergibt. Übrigens, wenn man hier integriert, braucht man nur diesen Viertel Lemniskatenflächeninhalt hier zu berechnen und da rechnet man dann das Integral von 0 Radiant bis Pi Viertel Radiant. Dieselbe Formel könnte man anwenden für unsere Kardioide von eben und dieser Flächeninhalt schätzen wir ihn mal ungefähr ab. Das ist ein Einheitsquadrat, ein zweites Einheitsquadrat. Hier ist dann die Ecke vom dritten. Da könnte man das da vielleicht irgendwie in diese Ecke hier hineinpuzzeln. So haben wir 3. Hier ist dann noch so eine Ecke. Man könnte das da irgendwie hier hineinpuzzeln. Dann ist es 4. Und dann bleibt da oben und da unten noch was. Dann wird das wohl so ungefähr 4,5 sein. Ganz genau ist es 3 Pi halbe. Und für die Blume, unsere Einleitungsaufgabe, findet man durch diese Formel hier als Flächeninhalt genau Pi halbe. Viel Spaß beim Berechnen dieser drei Integrale. Das sind sehr interessante Übungen.